So, hi und hallo mal wieder. Heute öffnen wir wieder ein Magitex-Produkt und zwar die große Sammeldose. Und was da jetzt alles drin steckt, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Wie gesagt, es sind 24 Karten und eine limitierte. Das ist sie nun. Und da schauen wir natürlich jetzt mal rein. Na. Jetzt kommt's. Ah, schade. Wie ihr seht, die limitierte in Gold ist immer sofort oben drauf. Verstehe ich zwar auch nicht, warum packt ihr sie nicht nach unten drunter. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich jetzt mal die anderen 49 Karten jetzt mal an. Und wie gesagt, ihr kommentiert mir auf jeden Fall, zu limitierten kommen wir gleich nochmal, kommentiert mir auf jeden Fall, wie ihr die Serie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt und. Ganz egal was. Hier sollt ihr und hier könnt ihr alles kommentieren. Zwar einige Kommentare, die überlese ich grundsätzlich, weil die werde ich jedes Mal gefragt. Darauf soll ich und habe ich auch keine Lust mehr darauf zu antworten. Wie ihr wisst, ich gebe euch immer genug Zeit, um auf Pause zu drücken, wenn ihr mehr auf die Spiele eingehen wollt. Da muss ich ja auch nicht immer wieder betonen. Ja, ich merke schon, insgesamt 50 Karten wird doch meine Lieblingsvideozeit überschritten. Aber nichtsdestotrotz ist das ja nicht immer so. Einmal umdrehen den Stapel, müsste dann also die Hälfte sein. Bis jetzt alles nur Standard-Basiskarten. Und wie gesagt, wer die ja doch sammelt oder jetzt erst Interesse daran habt, ich werde immer versuchen, unter ein Video zu verlinken, wo ihr so eine Dose oder Mini-Dose oder Starter-Pack immer bestellen könnt. Sicher und bequem bestellen könnt. Sicher auf jeden Fall und bequem ist das ja auch. Dann braucht man nicht in die Geschäfte zu suchen, wo es sie noch gibt. Also werde ich immer unter dem Video versuchen zu verlinken. Hier natürlich jetzt die große Sammeldose. Wenn sie noch nicht drin ist, dann natürlich die kleine Tin. Oder. Müsst ihr also immer wieder mal reinschauen. Und teilweise, muss man ja auch fairerweise sagen, sind sie auch günstiger wie im Einzelhandel. Die haben ja so die Lagerkosten nicht. Oder kaufen im Meere sofort auf. Ja. Also ich finde bis jetzt alles nur Standard-Basiskarten, aber dadurch wird meine Sammelmappe auf jeden Fall voller. Und bald auch hoffentlich ganz voll sein. Ich glaube, wenn ich diese ganzen Karten jetzt einsortiert habe, werde ich mein erstes Sammelmappen-Update machen. Starspieler, naja. Kapitän, wissen wir alle. Jetzt kommen die hochwertigen. Schon mal nicht schlecht. Habe ich auch noch nicht. Zweite, auch nicht schlecht, falscher Verein, aber nichtsdestotrotz. Und eine Club 100 Karte natürlich. Ich finde nur drei hochwertige und die vierte ist eben die limitierte.
Also, wie gesagt, kommentiert mir alles, wie ihr sie findet, ob ihr sie selber sammelt und und. Ich werde versuchen, so eine Sammeldose unter dem Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Ansonsten sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.